Und der Chef der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, der hat heute nochmal nachgelegt, beziehungsweise von gestern auf heute. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat er nämlich gesagt, sobald dann der Entwurf fertig ist zu Koalitionsverhandlungen, werden wir Jusos in ganz Deutschland Veranstaltungen machen und unsere Position zeigen. Das klingt fast schon wie eine kleine Kriegserklärung gegen was auch immer das, was bei der Koalition bei rumkommt. Es bleibt genug Gesprächsstoff, also freue ich mich, dass unser Korrespondent in Berlin, Erhard Schärfer, schon wieder in Berlin am Start ist, jetzt vor dem CDU-Konrad-Adenauer-Haus. Hallo, Herr Schärfer. Hallo, Herr Bauer. Sie haben es warm. Das ist wohl wahr, Herr Schärfer. Mensch, bei Ihnen ist es kalt. Aber gestern hatten Sie es ja auch warm. Sie waren den ganzen Tag hier in Bonn beim Parteitag, sind jetzt über Nacht wieder zurück. Erstmal Respekt für die ganze Leistung. Aber geben Sie uns mal einen Einblick. Sie haben in den letzten Jahren so viele Parteitage erlebt. Das, was Sie gestern dort erlebt haben, war das in irgendeiner Form außergewöhnlich? Was bleibt für Sie ganz persönlich von diesem Parteitag? Für mich persönlich bleibt, dass es relativ anstrengend war. Auf der anderen Seite aber, dass es sehr intensiv war, wie da diskutiert worden ist. Und das kennt man aus früheren Jahren, wenn man das ganze politische Geschehen etwas genauer beobachtet, dann vor allem auch von den Grünen. Die haben sich in den vergangenen Jahren immer, wenn es ans Eingemachte ging, auch sehr intensiv und sehr ausführlich mit den Themen beschäftigt, irgendwie bis zur Schmerzgrenze hin, auch bis zur Zerrissenheit. Aber haben dann immer auch einen Weg gefunden, eine Mehrheit gefunden für die Dinge. Ja, und haben sich es auch nicht leicht gemacht. Und ich würde diesen Parteitag gestern, diesen Sonderparteitag der SPD ähnlich einordnen. Die Partei ringt um den richtigen Weg und ich finde das in gewisser Weise beispielhaft. Ah, das wollte ich Sie gerade fragen. Also der Generalsekretär Lars Klingbeil, haben wir eben noch mal gesehen, hat ja gestern bei uns bei Phoenix auch noch mal gesagt, das ist die wichtige Demokratie, die wir auch ausstrahlen wollen, die er sich auch mehr wünschen würde. Das hat die SPD ja immer wieder betont. Wenn man auf die Ergebnisse, zumindest die Umfragen schaut, dann scheint das der SPD aber nicht in den Umfragen zum Positiven zu genügen. Wie schätzen Sie das ein? Ist es so, dass der Wähler am Ende das gutiert oder eher das kritisch sieht? Am Ende, wann auch immer dieses Ende definiert ist, wird, glaube ich, auch die Wählerschaft sagen, ja, es ist gut, wenn die Parteien diskutieren. Ich weiß ja nicht, wann die Umfragen gemacht worden sind, die Sie da eben zitiert haben. Und es kann natürlich auch aus dieser Hängepartie heraus noch entstanden sein, dieses Votum, diese Vorstellung. Und natürlich sind alle ein bisschen angenervt, auch die Wählerinnen und Wähler, dass es hier nicht vorangeht. Und man sieht auch, dass die SPD da ringt. Und aber wie gesagt, es kommt drauf an, wann sind diese Umfragen gemacht worden. Und ich bin relativ sicher, wenn man jetzt in den kommenden Tagen, da jetzt ja auch dieser Parteitag wiederholt und mehrfach und auch mit unterschiedlichsten Argumenten genau so bewertet worden ist, wie wir es eben auch gesagt haben, wird das Ergebnis bei einer solchen Umfrage sicherlich auch ein anderes sein. Ja, warten wir es ab. Das war die Umfrage des ZDF Politbarometers in der letzten Woche. Aber schauen wir nach vorne. Sie sind vor dem Hauptquartier der CDU, dem Konrad-Adenauer-Haus. Wie geht es jetzt heute und wie geht es in den nächsten Tagen tatsächlich jetzt weiter, vor allem natürlich in Sachen Koalitionsverhandlungen? Heute ist relativ übersichtlich und relativ klar zu sagen. Heute wird es um 15 Uhr hier im Adenauer Haus ein Treffen der Partei- und Fraktionsspitzen sowie der beiden Generalsekretäre, sofern nicht vertreten, von CDU und CSU geben. Und man wird sich da schon ein paar Gedanken machen über die Linie bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Und dann soll es um 18 Uhr heute Abend ebenfalls hier im Adenauer Haus eine Runde der drei Parteivorsitzenden geben. Angeblich zweieinhalb Stunden lang wollen sie zusammensitzen. Und danach wird schon wieder ein bisschen komplizierter zu sagen oder ungenauer vorherzusagen, wie es denn dann weitergeht. Denn die SPD hat angekündigt, dass sie eine Klausur zunächst mal veranstalten will, intern über das, was sie erreichen will bei den Koalitionsverhandlungen, auch in welcher Art und Weise die Koalitionsverhandlungen ablaufen. Man wird sich sicher auch Gedanken machen wollen über das Koalitionsverhandlungsteam, in welcher Stärke man da auflaufen wird, in welchem Rahmen das Ganze dann stattfinden soll. Das, wie gesagt, will die SPD in einer Klausursitzung machen, die ganztägig wohl sein soll. Aber da ist der Termin noch nicht ganz klar, ob das jetzt am Mittwoch ist oder erst am Donnerstag und Freitag dieser Woche. Und davon hängt dann natürlich auch wieder ab, wann es hier weitergeht oder überhaupt losgeht mit den Koalitionsverhandlungen insgesamt. Denn dann muss das, was die SPD für sich beraten hat, ja dann auch erstmal wieder abgeglichen werden mit den Vorstellungen der Union. Ja, kann sein, dass wir vielleicht erst in einer Woche hier richtig an den Start gehen können mit der Beobachtung der Koalitionsverhandlung, vielleicht auch am Wochenende. Ich finde das allerdings ein bisschen optimistisch im Moment.
Ah, tatsächlich. Das heißt also, das, was wir gestern beispielsweise von Armin Laschet aus CDU-Kreisen schon gehört haben, hier auch auf dem Sender, dass es tatsächlich schon morgen oder übermorgen losgehen könnte mit Koalitionsverhandlungen, dem wird in keinem Fall so sein. Das sieht nicht so aus, nach dem, was ich eben gesagt habe. Gut, schauen wir ganz ans Ende. Das finde ich eine wichtige Frage noch zum Ausblick. Sie haben gesagt, wir haben am Ende natürlich den SPD-Mitgliederentscheid noch. Halten Sie es für möglich, dass am Ende, wir waren gerade eben bei den Jusos, dass am Ende tatsächlich die SPD-Basis den dann Kompromiss, der dann wahrscheinlich gefunden werden wird, tatsächlich am Ende noch sozusagen dem Keil dazwischen schiebt und sagt nein? Nichts ist unmöglich, das wissen wir ja, das kennen wir aus dem Leben. Insofern kann man das nicht ausschließen, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder, die an einem Mitgliederentscheid dann teilnehmen, tatsächlich sagen nein. Es wird davon abhängen, was die Unterhändler der SPD rausverhandeln oder reinverhandeln in diesen Koalitionsvertrag. Auf der anderen Seite ist es ja auch vor 4 Jahren, fast 4,5 Jahren inzwischen, nein, nicht ganz so weit, vor 4 Jahren so gewesen, dass es eine doch deutlich größere Mehrheit gegeben hat bei den Mitgliedern für den Koalitionsvertrag, als wir das damals auch vermutet hatten. Damals waren es rund 76%. Ich vermute, dass es diesmal erkennbar weniger sein könnten. Bleiben wir lieber mal sicherheitshalber im Konjunktiv. Aber die SPD-Spitze wird natürlich auch einiges dafür tun, um die Ergebnisse, die sie dann herausverhandelt hat, den Mitgliedern entsprechend nahezubringen. Weil dann hätte man sich die Mühe jetzt auch von diesem Sonderparteitag sparen können. Aber wenn die Ergebnisse aus Sicht der Parteispitze stimmen, werden sie das entsprechend bewerben bei den Mitgliedern und dann besteht natürlich auch eine Chance auf eine Mehrheit. Aber, und damit wieder am Anfang, nichts ist unmöglich und natürlich kann auch eine Parteibasis nein zu einem Koalitionsvertrag sagen. Wohl wahr. Vielen Dank nach Berlin, Erhard Schärfer. Ich sehe im Hintergrund, die Kollegen haben Tee oder Kaffee. Ich hoffe, Sie auch. Bleiben Sie warm. Vielen Dank, dass Sie da für uns, für Phoenix, dabei bleiben.